Check gerne in der Beschreibung Instagram und Twitter, meine neuen Merch und natürlich MMOGA für Points und Game Keys aus. Mit allen Links unterstützt ihr mich. Vielen, vielen Dank dafür. Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Folge unserer Deutschland-WM-Karriere, bei der wir versuchen oder einfach mal schauen, wie weit wir mit Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft kommen. Und wir schauen jetzt mal rein, wo wir derzeit schon stehen, denn wir sind natürlich schon ein wenig weiter gekommen, stehen jetzt im Halbfinale gegen Portugal und auf der anderen Seite. Das zweite Halbfinale heißt Frankreich gegen England. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich wieder riesig über einen Daumen nach oben freuen. Denkt auch an die Abstimmung. Falls wir das Ganze noch weitermachen sollten mit der Fußball-WM-Karriere mit anderen Clubs, deswegen auf jeden Fall einmal oben auf das i drücken, rechts in der Ecke. Wir starten jetzt heute rein gegen Portugal. Ich hoffe natürlich, wir können das Ganze gewinnen. Bellarabi hat sich leider verletzt. Das heißt, da startet heute jemand anderes rein. Wir starten dann, glaube ich, sogar... Ich werde das, glaube ich, so machen, dass ich ihn da hinsetze und mit Schürrle in der Spitze starte. Irgendwie sowas in der Art. Und dann starten wir jetzt direkt rein ins Game gegen Portugal. Oh, starker erster Angriff ganz hinten. Ist der Thomas Müller. Erste kleine Chance nach 3 Minuten. Aber was mir gerade eingefallen ist, wir dürfen Portugal auch nicht unterschätzen. Denn immerhin ist das der amtierende Europameister und nicht irgendwer. Sondern, ja, die haben gerade erst die Europameisterschaft gewonnen. Das heißt, schlecht werden sie auf keinen Fall sein. Müller hier leider mit dem Ballverlust. Boah, stark gemacht von Julian Draxler. Ball prallt wieder in die Mitte und dann ist Boomer da von Leipzig. Jetzt der schnelle Konter vielleicht über Gelsen. Martins und außen auf Ronaldo und der kommt sogar durch. Manuel Neuer muss jetzt überzeugen und ja, das war eiskalt. 11. Minute. Wir kriegen so unfassbar häufig Gegentore durch Konter, einfach aufgrund dieser unfassbar schnellen Offensive von Portugal. Boateng kommt nicht hinterher und dann dieser krasse Lupfer von Ronaldo, keine Chance für Neuer. 1:0 für Portugal nach 11 Minuten. Hier müssen wir auf jeden Fall uns raffen, damit wir jetzt nicht gleich im Halbfinale schon ausscheiden. Das wäre sehr, sehr belastend. André Schürrle jetzt mit der Chance und Beto mit der Parade. Hätte ich vielleicht noch ein paar Meter gehen sollen. Oh, die Ecke war eigentlich nicht so schlecht. André Schürrle. Hinten überläuft Gomez. Kriegt er den Ball noch? Ja, jetzt vielleicht mal in die Schnittstelle. Müller läuft auf die Linie runter. Flanke nach hinten, das Draxler. Und wieder kein richtiger Abschluss. Also wir spielen hier eigentlich auf ein Tor, aber ja, ihr seht am Spielstand, wie es steht. Und das ist leider alles andere als der gerechte Spielstand. Warum noch da? Ich wollte erstens nicht hoch und zweitens sollte der auf groß, der durchgestartet ist. Es ist doch unfassbar, der zweite Angriff für Portugal. Und ich dachte, das ist der lächerlichste Schuss aller Zeiten. Und genau dieser Schuss geht rein. Nein! Das kann nicht angehen. Zweiter Schuss für Portugal in der Partie. Und ich war mir zu 100%ig sicher, wenn Ronaldo den jetzt schießen wird, der wird nie im Leben ins kurze Eck da reingehen. Und ja, das sieht unfassbar schwach in der Defensive aus. Ganz ehrlich, der darf von da nicht so reingehen. 2:0 für Portugal durch den zweiten Schuss. Ich glaube, ich habe vor 5 Minuten gesagt, es wird nur auf ein Tor hier gespielt. Und ja, ihr seht es selber. Es war ein Flachschuss, André Apfelschürrle, was ist da los? Erstmal der Dragback anscheinend nur, Dragback sag ich schon, erstmal der Spin, scheinbar hat er nur 3 Sterne Skills, warum auch immer der nicht ausgeführt worden ist, aber es muss eigentlich danach aussehen, ich dachte immer Schürrle hat 4 Sterne Skills oder ich habe gerade irgendwas falsch gemacht und dann den so rüberhauen, bitte, das kann doch nicht angehen. Jetzt aber, come on, Mesut Özil, bitte, es wäre... Nee, also ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Es kann nicht sein, dass es hier bei 2 Torschüssen für Portugal und bestimmt mittlerweile 10 Schüssen von uns 2:0 für Portugal steht. Lauf hinten, Müller. Flank. Oh, das sieht gut aus. Nein, es ist unfassbar. Come on, es kann nicht angehen. Es kann echt nicht angehen. Jetzt aber... Oh nein, ich gebe auf. Tor.
Das ist das Ende. Portugal mit 3 Torschüssen zum Sieg. GG. 3:0. Wir spielen natürlich schon längst mit Dreierkette und voller Angriff. Also nicht wundern, warum wir keine Defensive haben. Aber meine Güte, so schlecht, wie wir hier gerade ausscheiden. Das ist unfassbar. Nee. Warum schon wieder auf den Falschen gespielt? Kann mir irgendjemand den Laufweg von Brandt erklären? Diese Ballannahme von Max Meyer, es ist unfassbar. Schick einfach Ronaldo und lasst euch wie noch ein Tor schenken. Nein. Ich kann nicht auf Gomez spielen, der ist zu langsam. Es läuft kein Spieler anständig irgendwo durch. Es geht nichts. Ah, nein. Ach komm, das ist die Krönung. Es ist die Krönung. Es ist echt die Krönung. Come on. Das gebe ich mir nicht mehr. Wir verlieren also das Halbfinale nach mehr Torschüssen, nach mehr Schüssen. 4:0. Also eindeutiger kann ein Ergebnis nicht sein. Wir treffen die Latte. Wir finden die Laufwege nicht. Wir kriegen in der Offensive nichts hin. Portugal, ja, trifft aus, wie viel war das? 25 Metern mal eben per Volley. Unfassbar, was in diesem Spiel passiert ist. Ich glaube, Ronaldo hat uns 2 oder 3 Mal sogar überlaufen und dadurch ein Tor geschossen. Die Dreierkette war die defensivste Aufstellung, die ich bisher gesehen habe. Es ist wirklich unglaublich. Wenigstens verliert Portugal im Finale gegen England. Damit wird England Weltmeister. Und ja, ich bin gespannt, für welche Mannschaft ihr stimmt, welche wir jetzt nächstes nehmen sollen. Ich glaube, Belgien und Irland sind in der Abstimmung. Ich bin mir aber noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das Ganze überhaupt weitermache. Und das wäre es denn damit mit diesem WM-Turnier Nummer 1 gewesen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, würde ich mich nochmal riesig über einen Daumen nach oben freuen. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das Ganze weitersehen wollt oder nicht. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.